Hallihallo, du lieber Zwilling, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr mit dir jetzt auch, das Mai-Reading zu readen quasi und zu schauen, was da im Mai ganz, ganz wichtig für dich ist. Und das, was wir jetzt schon ganz stark sehen, ist, vergiss dein Nicht. Das heißt, du bist hier aufgerufen, wirklich hinzuspüren, hinzuschauen, mit deinen Gaben in Verbindung zu gehen, vielleicht sogar eine Ausbildung zu machen, vielleicht sogar einfach einen neuen Schritt zu gehen in deinem Leben, der schon, ich habe das Gefühl, länger ansteht, wo du auch eine Sehnsucht hin verspürst, wo du spürst, dass da einfach etwas ist, aber vielleicht hast du dich bisher nicht getraut oder hast noch nicht das richtige Werkzeug in der Hand gehabt, wie auch immer, dass du dich getraut hast, wirklich diesen Schritt für dich zu gehen. Und jetzt geht es darum, in die vollendete Schöpferkraft hineinzukommen, die Dreieinheit, ja, die Dreifaltigkeit, wie auch immer, am Kosmos, Erde und du als Mensch, als Verbindungsglied quasi zwischen diesen Welten und einfach noch ganz viel mehr, ja, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, ja, alles in einem, du bist ganz, ja, deine ganzen Seelenanteile, alles, was da einfach gespürt werden will. Und ich glaube, das ist jetzt wie so ein Erweckungsruf oder sagen wir einfach so ein Erinnerungsruf an dich, hier wirklich auch deinen Wünschen zu folgen und zu schauen auch, was es denn für neue Herausforderungen für dich gibt. Denn hier will ein alter Zyklus beendet werden und gleichzeitig redet aber auch der Mond sehr intensiv, also dein Seelenleben sehr intensiv mit dir, das Unterbewusstsein sehr intensiv mit dir und beginnt dich anzustupsen bei etwas, was du für dich erleben willst, ja, was vielleicht jetzt eingefroren war für lange Zeit in dir und dass du da wirklich mehr die Unbeschwertheit, die Bedingungslosigkeit und diese unbändige innere Freude wieder entwickeln darfst, entdecken darfst, die dich jetzt einfach voranbringt. Ja, Tiere sind einfach da Begleiter, Tiere sind, ja, oder vielleicht auch, dass du von einem Tier begleitet wirst. Ja, auch das ist hier gut möglich, dass du hier, na, vielleicht, ja, in verschiedenen Formen, ob das jetzt eine Krafttierreise ist, ob das physisch ein Tier ist, was mit dir geht oder zu dir kommen möchte oder du vielleicht schon lange überlegt hast, oder die Eigenschaften, die Attribute von Tieren, wo es gerade in Bezug auf Hund, wo es um Loyalität geht, Bedingungslosigkeit, Begleitung, ja, Schutzkraft, Freude und diese Unbeschwertheit, dieses jeder Tag ist ein neuer Tag, um ihm zu leben, ohne nachzutragen und immer um einfach sich in der Schönheit, in der Leichtigkeit zu erheben. Ja, schauen wir mal, was da jetzt einfach mit dem Rat der Hohepriesterin noch zu dir kommen will und gesagt werden will. Und als erstes habe ich gleich zwei Heart-Channeling-Botschaften gezogen für dich. Und das eine ist die Unendlichkeit. Bleib positiv, denn es ist Zeit. Zeit für die Liebe und Unendlichkeit. Was in dir nicht weiß, das will es noch wissen. Will es nun wissen. Lass es raus, lass es frei, geh ins Genießen. Dein inneres Kind, es will laufen, frei sein und tun. Lass Ängste und Sorge endlich ruhen. Auch in der Liebe wird das Blatt sich wenden und die Verstrickungen endlich enden. Was noch verborgen, das kommt jetzt ans Licht. Vertraue weiter und sorge dich nicht. Wunder, 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 wunderschön. Und da haben wir eben auch gleich, dass der Botschafter, die Sirius-Energie, also unglaubliches Wissen, was jetzt zu dir kommen will und eben auch ein Gleichgewicht, was nun erfahren werden möchte. Vielleicht auch, dass du mit deiner Botschaft nach draußen gehst und dich traust, einfach auch die Botschafterin der Botschafter zu sein. Mach dich selbst nicht klein, geh ins Empfangen, aber auch ins Geben. Hier haben wir dann noch die Geistlicht schwingt in der Materie. Der Himmel beginnt im Geiste, in Gedanken, Worten und Ausrichtung. Wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen. Genauso ist es. Und du bist diejenige, bist derjenige, der hier jetzt einfach wirklich, ja, seinen Fokus bestimmt. Ja, was machst du groß, was machst du klein, auch im Fokus, ja, lass dich wirklich auf deine Wünsche, auf deine Träume, auf das, was deine Seele will hier ein, ja, und der Samen des Lebens, das wird jetzt gesät, ja, oder du hast es schon gesät und jetzt geht's darum, das wirklich jetzt aus der Mitte heraus auch vielleicht diese Inkarnationskreuze zu beenden, das ist das, was jetzt ganz stark reingekommen ist, ja, dieses Sehen, dass alles Zusammenschluss ist, der dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist. Und dass es jetzt Zeit ist, auch vielleicht diese alten Themen quasi zu beenden, um neu in dir aufzustehen. Und zwar nicht, indem du den Fokus jetzt auf das Alte richtest und glaubst, du musst dort arbeiten und da noch arbeiten und das noch machen und dann da vielleicht in so einen Arbeitsburnout hineingerätst oder in so eine Selbstoptimierung oder Selbstoptimierungswahn, sondern es geht darum, anzuerkennen,
und dich jetzt im Hier und Jetzt zu erfahren, ja, dich groß zu machen mit deinem Fokus hier und jetzt, das, was du willst, was du erleben willst, warum du jeden Tag hier neu auf diese Erde schlüpfst, ja, und alles andere klein zu machen, weil es ist ja auch nicht mehr da. Das sind einfach Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind. Ja. Am 28.05. starte ich wieder mit einem Live, wo ich mit euch da hineingehe, so ein bisschen in die Arbeit noch außerhalb der Mentorings und außerhalb der Ausbildungen, einfach weil es Spaß macht und weil es Freude macht und wir uns da ja auch in ganz einer anderen Schwingung sehen als nur über das Video. Also da freue ich mich schon sehr. Das heißt, wenn du da hineinkommen willst, eben auch gerade dabei, dich wieder zu sehen, dich wieder zu spüren, dich wahrzunehmen, deinen Kanal einmal zu spüren, deinen Raum einzunehmen, bist du richtig da, dann komm am 28. hinein. Unten in der Infobox findest du die Daten zum Member-Bereich kostenfrei registrieren. Dann wird dir der Kurs zugewiesen für den 28. ist auch noch kostenfrei. Alle anderen Dinge, die dann nach und nach rauskommen, die sind dort dann nicht mehr kostenfrei, aber dann müsstest du extra buchen dafür. Also es passiert dir nichts. Du bist safe, wenn du einfach nur da bist und am 28. quasi das Live mit mir genießt. Ich freue mich schon sehr. Ja, also es geht wirklich darum, jetzt dich als Samenkorn im Jetzt zu erleben und darauf mit all dem, was du auch schon erlebt hast, jetzt nach deinem Höchsten quasi zu streben, was du da wirklich vorgenommen hast und machen willst. Und da haben wir es schon, die Seeds of Power, die Samen deiner Kraft. Ja, lass sie von klein zu groß, passt wieder wunderbar, was wir gehört haben, lass sie jetzt einfach auferblühen und wachsen. Ja, und das, was was jetzt da den Dünger quasi gibt für dich, ist wirklich in diesen Fluss zu kommen, in deine Gefühle hineinzukommen, deine Gefühle wieder aufzumachen, zu spüren, was du wirklich fühlst, was ist es da, was ist da echt, was brauchst du da, auch der Mond, der mit dir spricht, der dir auch deine Seelenbedürfnisse quasi mitteilt. Und das haben wir auf der Lichtseite. Also hier ist alles im Fluss. Deine Aufgabe ist jetzt quasi, da auch einzusteigen und nicht ängstlich zu betrachten vielleicht oder es zu vermeiden, sondern da wirklich einfach mal einzusteigen, nämlich in dich selbst. Und das ist tatsächlich auch die Kraft, die jetzt hinzuströmt. Deine Kraft, deine Stärke erkennen in diesem Spiel von Licht und Schatten, in dieser Dualität, in dieser Polarität und dich selbst an die erste Stelle zu stellen, um wieder ins Gefühl hineinzukommen. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, weil was kommt hinzu? Diese Sehnsucht, die jetzt auf der Schattenseite war, dieses Unterschwellige immer wieder nach oben drücken, vielleicht spüren, dass da was ist, aber noch nicht zur Gänze öffnen oder noch nicht zur Gänze öffnen können. Ja, wie auch immer, wie eingangs gesagt, da gehst du jetzt in Verbindung damit, da gehst du in Verbindung mit dir und beendest somit einen alten Zyklus, ja, auch vielleicht ein Mutterthema tief in dir, wo es entweder darum geht, du als Mutter oder die Mutter Erde als Mutter, also auch die Erdenschwere, dass die Fruchtbarkeit daraus zu erfahren, ja, oder deine Mutter quasi oder von der Mutterlinie, von den Ahnen. Ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt gar nicht so weit zurückgeht, sondern dass es eher so wirklich ein Jetzt-Leben beschreibt, mehr oder weniger, wo es um dieses verspielte, liebgehabt werdende, umsorgende, nährende, oh, komm einfach bei mir an und ich begleite dich überall durch, egal was da kommen kann. Ja, so dieses, ach, Mama ist einfach wichtig. Ja, Papa natürlich auch, aber na, alles ist wichtig. Aber da geht's halt einfach um dieses Gefühl jetzt, dass es wieder auferblühen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass es eine zumindest Und-Kombination mit Mutter Erde ist. Ja, auch sich als willkommen auf dieser Erde erfahren, sich angenommen auf der Erde zu erfahren, sich geliebt auf der Erde zu erfahren. Und irgendwie schlüpft da gerade ein Blümchen in dem Moment, wo du in Verbindung mit dir gehst und plötzlich erkennst, ja, was da alles mit dir an Freude in dieser Erdenschwere auch geschehen kann. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Und Zuversicht auch. Vergiss dein nicht, bevor wir jetzt zum unbewussten Pfad kommen. Vergiss dein nicht. Oh ja, hier geht es ums Werden und Sein. Lass dein Licht leuchten und die Liebe ins Herz hinein. Ja, die Gefühle. Vielleicht war da viel Enttäuschung da. Vielleicht war da viel Angst da. Ja, so vieles bist du bereit zu geben, nun darfst du aber auch nach höheren streben, wie das wieder passt. Du bist verbunden mit Liebe und Licht, öffne deine Arme und vergiss dich nicht. Du darfst auch nehmen, du darfst einfach sein. Wir sind bei dir, du bist nicht allein. Lass dich in unsere Arme sinken und Fülle und Glück fröhlich zu dir winken. Steh auf
auch in der Liebe, es wird alles fein, am Ende wirst du glücklich sein, wunderschön. Wenn dich die Karten interessieren, schau einfach mal in meinen Shop, das sind meine Heart-Channeling-Karten, da kommen jetzt dann auch noch zwei neue Versionen raus, das ist quasi das Kartendeck Nummer 1. 50 Channelings quasi immer, die den Tag mit neuen Botschaften erfrischen. So, Dala, die unbewusste Seite der Hohepriesterin, ja, es geht um deine eigene Freiheit. Es geht darum, dass der Zyklus jetzt abgeschlossen werden darf, dass du jetzt aus einer Situation, wo die Sonne wie eingefroren war, so bekomme ich das jetzt mit, wo die Sonne wie eingefroren war durch diese noch nicht ganz vorhandene, gegebene Freiheit, ja, dass du jetzt einfach durch diese Zyklen, die wir da sehen, dass sich das beendet, mit dem Fokus wird sich das drehen, dass dann hier auch dieses Unterbewusstsein mit diesem Freiheitsdrang, der hier noch auf der Schattenseite war, endlich beendet wird, damit du wirklich frei sein kannst, weil der Reiter ist die Freiheit pur. Das ist einfach dieser Befreiungsschlag, der jetzt stattfindet. Das heißt, du gehst jetzt dann schon die Themen in der richtigen Schritt, in der richtigen Richtung und gehst jetzt schon deine Schritte. Und das sehen wir auch da, wie gehst du deine Schritte? Das ist dir bewusst, indem du den Schlüssel, die Handlungsaufforderung oder das, die Macht in der Hand hast, mit deiner Loyalität die dir gegenüber auf der Lichtseite hier wirklich deine Schritte einzuleiten und denen zu folgen. Und da habe ich halt drinnen liegen, das ist der nächste Schritt, da hast du halt noch ein bisschen Angst, ja, da fühlst du dich noch nicht ganz. Wir haben hier einen Anteil, der noch nicht integriert war, wo einfach wirklich so der Fokus auch immer wieder am Kämpferischen, am Kriegerischen war, ja, und auch falsches Wissen mitgespielt hat in Form von Glaubenssätzen, Überzeugungen, Erziehung, ja, oder einfach selbst vielleicht hineinmanövriert, wie auch immer, ist da ein bisschen Angst drinnen, aber auch hier haben wir den Schlüssel drinnen liegen mit der Erdungsenergie, deswegen so wichtig, verbinde dich hier mit Mutter Erde, wunderschön, spür dich wieder hier, spür dich hier, spür dich da, sag zu dir hier auf dieser Erde ja, denn du bist ja wieder hierher geschlüpft, jeden Tag nach dem Aufwachen bist du wieder da. Und das freut mich natürlich sehr. Aber wieso kommst du her? Ja, und dieses, ah ja, ich bin da. Jetzt kann ich aber auch mich wirklich wagen, was draus zu machen und ja zu mir zu sagen, so als Antrieb, ja, und die Erde spüren, vielleicht auch mehr in die Natur gehen, vielleicht auch alleine mehr in die Natur gehen, vielleicht aber auch im Zusammenschluss mit Leuten, je nachdem, wie du gerade fühlst, was da gerade bei dir wichtig ist, ja, einfach die Natur wieder wahrnehmen und dich irgendwie aussöhnen mit diesen, ja, Polaritäten, die es hier manchmal einfach gibt, die vielleicht manchmal dein Herz auch schwer gemacht haben oder gerade in der Liebe, weil wir so viel Anzeichen für die Liebe haben bei dir jetzt in dem Ding drinnen, ja, dass da einfach auch für die Liebe, auch wenn es schwer war, darf es jetzt auch wieder leicht und glücklich sein, ja, und das ist der Sprung quasi, der jetzt manifestiert wird, der jetzt einen Ausgleich sorgen wird mit deinem erhöhten Potenzial, weil du jetzt in deine Verankerung willst, du willst bei dir ankommen, auch im Beruf oder berufenen Weg und Arbeit, ja, also wunderschön, und der Rat der Hohepriesterin ist hier, lass es geschehen, öffne dich deiner Spiritualität, es geht um die Erneuerung, du gehst gerade schwanger mit etwas, was jetzt durch dich entstehen will. Und da haben wir noch einen Reifeprozess in puncto Macht und Seelenstärke, in puncto Liebe und in puncto altes Beenden von Karma will dadurch, ja, das wird einen Erfolg geben in deinen Gefühlen und dir Glück bescheren. Wunderschön, ja. Und auch zum Thema der Weiblichkeit, egal ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, ja, geht's darum, jetzt den Kampf um die Klarheit, ja, einfach, ja, mehr auszulassen, loszulassen und dadurch in diese Erneuerung hineinzukommen, weil der Kopf wird nicht alles für uns bestimmen. Nur mit dem Kopf haben wir nicht unser Potenzial hier und können nicht in unserer Ganzheit schwingen, weil dazu gehört einfach das Herz und unsere Gefühle für das Ganze. Ja, du lieber Zwilling, also ich wünsche dir eine wunderbare Innenreise. Es geht um die Vollendung jetzt von diesen alten Themen und das Aufstehen und das dich spüren im Hier und Jetzt. Also freu dich, frohlocke quasi der Ausgleich, der kommt, indem du dich traust, hier wirklich den Fokus umzuwenden auf das, was du wirklich willst, auf dein Potenzial und weißt, dass das jetzt auch wirklich zu dir hinfinden will und bereit bist, auch die Seelenanteile, die du vorher vielleicht nicht spüren, nicht sehen wolltest, noch einmal kurz vielleicht
hinzuspüren, anzusehen und gegebenenfalls zu integrieren, damit du wieder dich als ganz und stimmig fühlen kannst oder halt eben den Erfahrungswert daraus. Und das können wir auch im Kleinen, jetzt nicht wie im Mentoring oder wie in der Ausbildung, aber trotzdem in einem wunderschönen, anstoßenden und kraftvollen Rahmen, den du spüren wirst, wo schon ganz viel Veränderung auch dort schon stattfindet, können wir das am 28. tatsächlich auch gemeinsam anschauen in der Gruppe mit einer Trausreise dann, wo wir uns wieder als ganz fühlen. Das wird eine magische Reise. Ich freue mich schon sehr und bin schon gespannt, was du mir schreibst, was du mir sagst. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare, wo du stehst, was dich so bewegt und was so deine Themen sind. Na dann, dein lieber Zwilling, wünsche ich dir eine wundervolle Reise. Jetzt wirklich in das Boot deiner Wünsche zu dir selbst im Hier und Jetzt. Bis dann, Papa.